ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Butter einfach selber herstellt. Im Thermomix geht das so einfach und schnell. Ihr werdet staunen. Wir brauchen auch super wenige Zutaten. Eigentlich sind es nur 2 Stück. Ich blende sie euch hier mal kurz ein. Aber ihr wisst ja, ihr findet auch das ganze Rezept mit Zubereitung in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, wir brauchen eigentlich nur Sahne und sehr kaltes Wasser. Und das war's dann auch schon. Falls ihr gesalzene Butter gerne esst und euch gesalzene Butter herstellen möchtet, dann braucht ihr auch noch ein bisschen Salz. Und das ist dann auch schon alles. Und ich werde heute aus 2 Bechern Sahne, also 400 Gramm Sahne, ungefähr 200 Gramm Butter herstellen. Eure Sahne sollte mindestens ein Fettgehalt von 30% haben. Und die geben wir jetzt einfach in den Mixtopf. Wie gesagt, falls ihr jetzt gerne gesalzene Butter esst, gebt nun gleich ungefähr 5 Gramm Salz dazu. Dann den Deckel aufsetzen und 8 Minuten auf der Stufe 4 schlagen lassen. So, die Zeit ist rum. Ich kratze jetzt erstmal alles hier vom Deckel runter. Und auch vom Rand. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie die Sache jetzt aussieht. Hier auch von meinem Deckelhalter. So, dass alles wirklich wieder schön im Mixtopf drin ist. Den nehme ich kurz raus. Und dann könnt ihr sehen, so wie das Ganze jetzt einmal aussieht. Wir haben also hier schon einmal Butter und Buttermilch im Mixtopf. Und das wollen wir jetzt voneinander trennen. Dazu setze ich das Garkörbchen ein, hole mir ein Glas, halte das Garkörbchen hier einfach so ein bisschen mit der Hand oder ihr könnt auch den Spatel zur Hilfe nehmen und halte das Ganze fest. Und gieße jetzt die Buttermilch ab. Es kann ein bisschen dauern, einen kleinen Moment, bis da alles sich absetzt und rausläuft. So, hier haben wir jetzt die Buttermilch. Ich probiere gleich mal. Boah, die ist ja mega lecker. Ich bin sonst nicht so der Buttermilch-Fan, aber die hier, die schmeckt ja um Welten besser als die gekaufte. Probiert es unbedingt aus. Die schmeckt so schön mild einfach, kein bisschen säuerlich, richtig schön nach Butter. Mega. So, jetzt hole ich das Garkörbchen hier wieder raus. Falls euch hier unten ein bisschen was von Butter noch dranhängt, kratzt es gerade ab und geben 200 Gramm sehr, sehr kaltes, also am besten eiskaltes Wasser. Ich habe meins ablaufen lassen am Wasserhahn, bis es richtig, richtig eiskalt rausgekommen ist und dann noch ungefähr 10 Minuten in den Gefrierschrank gestellt. Und davon brauchen wir jetzt 200 Gramm. Und schlagen das Ganze noch mal eine Minute auf der Stufe 4. So, jetzt noch mal kurz den Deckel abkratzen von dem, was hier alles hochgespritzt ist. Und auch noch mal vom Rand. Und dann wieder das Garkörbchen einsetzen. Und das Wasser abgießen. Nehmt wieder den Spatel zur Hilfe. Und das könnt ihr jetzt entweder in eine Schüssel und die Schüssel nachher ausschütten oder gleich in euer Spülbecken ausschütten. Ich mache es jetzt mal hier, damit ihr das Ganze besser sehen könnt. So, auch wieder schön abtropfen lassen. Das kann ein bisschen dauern, bis alles rausgelaufen ist.
Da kommt noch mal ein bisschen was. Dann setzen wir den Mixtopf wieder ein. Nehmen das Garkörbchen wieder raus. Und wiederholen den Vorgang. Also nochmal 200 Gramm wieder von eurem eiskalten Wasser dazugeben. Deckel wieder aufsetzen. Ich schiebe nochmal alles, was hier hochgespritzt ist, runter. Deckel aufsetzen und nochmal eine Minute auf der Stufe 4 rühren. So, jetzt wieder einmal die Butter vom Deckel abkratzen. Ich zeige euch auch gleich nochmal, wie das Ganze im Mixtopf aussieht, jetzt nach dem zweiten Durchgang. Schaut mal, so sieht es jetzt bei mir aus. Jetzt schiebe ich mir alles wieder vom Rand runter und gieße das Wasser durchs Garkörbchen einmal ab. Einsetzen, den Spatel festhalten und abgießen. So, jetzt die Butter aus dem Mixtopf nehmen und jetzt einfach mit dem Spatel rausholen. Lege sie euch gerade mal hier auf den Teller. Könnt ihr sie gut sehen? So. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wusstet, dass es mit dem Thermomix so einfach ist. Oder ob ihr sie vielleicht schon selber hergestellt habt. So, jetzt müssen wir das Ganze aber nochmal unter kaltem fließenden Wasser spülen. Hier könnt ihr sehen, das ist jetzt die Butter. Ihr könnt sie jetzt ein bisschen so zusammendrücken. Stellt euch gleich Spüli daneben, damit ihr nachher die Hände wieder richtig gut sauber kriegt. Und jetzt werde ich, wie gesagt, mir wieder richtig kaltes Wasser am Wasserhahn anmachen und unterkneten. Die Butter noch ein bisschen ausspülen, bis das Wasser schön klar ist. Hier haben wir jetzt unsere selber hergestellte frische Butter. Sieht sie nicht toll aus? Die gebe ich jetzt in ein kleines Döschen, damit sie eine Form bekommt. Ich habe mir hier einfach so ein kleines Döschen vorbereitet, habe ein bisschen Frischhaltefolie reingelegt, damit ich sie nachher gut rausbekomme. Und da gebe ich sie jetzt rein und drücke sie gleich ein bisschen in die Form rein, damit sie eine für mich schöne rechteckige Butterform bekommt und erhält. Ihr könnt sie aber auch zum Beispiel in kleine Eiswürfelförmchen füllen, dann habt ihr sie gleich wie portioniert. Das könnt ihr auch machen, ganz wie ihr mögt. Und die Frischhaltefolie dafür natürlich, dass ich sie nachher gut rausbekomme, wenn ich sie im Kühlschrank fest werden habe lassen. Weil das ist jetzt der nächste Schritt. Ich muss sie euch wirklich noch mal zeigen. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Moment, ich versuche es mal auf die Butter zu stellen, wie schön cremig die Butter ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen in der Kamera, dass sie das einfängt. Mega, mega, wirklich richtig toll cremig. Also ich bin begeistert. So, ich lasse sie jetzt in der Form hier schön fest werden. Und was hast du zu meckern? Nein, nein. Und wenn sie dann schön im Kühlschrank fest geworden ist, dann hole ich sie raus und mache euch ein schönes Titelbild.
Ja, mein Lieben, ihr habt selber gesehen, wie schnell und einfach ihr euch selber Butter herstellen könnt. Ich hoffe sehr, ihr probiert es aus. Lasst mir gerne wieder Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde mich natürlich auch sehr über ein Däumchen freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Es ist alles völlig kostenlos. Ihr tappt in keine Abo-Falle. Ja, meine Lieben, falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut auch sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!